Yo, hallo und willkommen zu einem neuen Video, ihr Stöcke. Wir spielen heute MW3, eh so wie fast immer, wenn wir irgendeinen Shooter spielen hier. Vielleicht auch demnächst DayZ, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und ja, wir verändern hier nochmal unseren Werfer auf die Small, weil wir einfach Novik sind. Resistance. Gut, und dann kommen wir auch gleich mal zu einem Thema der heutigen Folge hier, nämlich Bioshock Infinite. Also, die Serie habe ich ja begonnen, aber ganz ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr darauf. Erstens mal bockt die einfach nicht, also mir gefällt die Story auch nicht so gut. Und ganz ehrlich, ich will das eigentlich nicht unbedingt weiter Let's Playen. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, schreibt es in die Kommentare, aber ich bin mir da auch nicht so sicher, ob ihr das unbedingt haben wollt. Deswegen setze ich die Serie wahrscheinlich ab. So, ja, das war schon wieder über Bioshock Infinite und jetzt kommen wir einfach zu einer kleinen Geschichte, die mir letztens passiert ist. Ja, also vielleicht kennt ihr den Hox, und der hat da eben so eine Gruppe erstellt. Also Hox ist auch in meinem Kanal verlinkt dort und er hat eben so eine kleine Gruppe auf WhatsApp erstellt, die heißt Fun Videos. Und da wurde halt eben übelst gespammt und so. Ich bin dann rausgegangen aus der Gruppe und irgendwann hat mich dann jemand angeschrieben. Ja, ich kenne dich aus der Fun Videos Gruppe da eben. Sekunde, ich schalte mal den Sound ein bisschen runter, Audio. Ja, wir nehmen die Typ 95, yeah. Und jedenfalls. So. Verdammt! jedenfalls schreibt mich dann jemand so an, ja, ich kenne dich aus der Fun-Video-Gruppe, wie heißt du eigentlich und so. Ja, sage ich heiße Chris und du schreibt, jetzt kannst du bekannt geben, sie, ja, ich heiße Emma, bla bla bla, bin 12 Jahre alt. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß bis jetzt nicht, ob das nicht vielleicht ein Pädophiler war. Und ja, wir schreiben halt so ein wenig und dann kommen wir halt so zum Zeitpunkt, wo dann sie ein WhatsApp-Spiel geschickt hat. Sie jetzt. Aber als erstes Mal kam es zu folgendem, nämlich sie schreibt mir einfach, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit dir zu schreiben, ich block dich jetzt. Schreibe ich, ja, okay, block mich, ist mir egal. Nach einer halben Stunde schreibt sie mich wieder an, hi. Da sage ich, ja, warum schreibst du mich denn an? Ich dachte, du willst mich blocken. Schreibt sie, ja, einfach so, kein Plan, warum. What the fuck? Der hat gerade einen Kill gestealt. Na toll, jetzt bin ich tot. Okay. Jedenfalls, dann schreibe ich so, ja, ich habe jetzt aber eigentlich keinen Bock mehr mit dir zu schreiben. Das bringt ja nichts, ich block dich jetzt, ja. Schreibt sie, warum? Könnte doch Freundschaft werden. Chatten wir noch so ein bisschen. Ganz ehrlich, ich habe mir schon gedacht, die ist ein bisschen dumm im Gehirn. Oder der. Ich weiß es ja nicht, ob das nicht vielleicht irgendein, ja, egal. Oh, what the fucking Sniper! Wir holen uns mal die Drohne hier. Ich kommentiere hier alles live, das merkt ihr vielleicht auch an meinen Kommentaren. Wenn ihr vielleicht lieber hättet, dass ich ein bisschen konzentrierter bin, wenn ich irgendwas erzähle, und dann müsstet ihr mir das in die Kommentare schreiben, dann kommentiere ich nicht mehr live. Ja. Jedenfalls, ja, schreibe ich noch so ein bisschen mit ihr oder ihm und. Ja, wie ging's dann weiter? Ach ja, genau. Scheiß, scheiß. Ach komm, FMG Akimbo, ich hasse dich. Jetzt hole ich mir noch ganz kurz die Vorräte. Jo. Ich bin ein bisschen konzentrierter, wenn ich nicht live kommentiere, aber das ist eure Entscheidung, wie ich das mache. Jedenfalls, ich schreibe dann noch so ein bisschen. Und dann kommen wir eben so zu einem WhatsApp-Spiel. Und sie schickt mir so ein WhatsApp-Spiel und ich habe eben die Frage erwischt, wo man einfach gar nichts machen muss. Hat sie mir noch eins geschickt. Und da war dann meine Aufgabe, ich sollte sie für 2 Wochen ignorieren, ja? Da hat sie gesagt, wenn ich sie nicht ignoriere, habe ich einen Wunsch frei. Ich darf mir auch mehrere Wünsche wünschen. Das war eine ganz tolle Angabe. Ja, mehrere Wünsche wünschen ist immer toll. Also habe ich mir gedacht, ja, wünsche ich mir mehrere Wünsche. Habe ich mir 5 Wünsche gewünscht. Jo, und dann fragt sie, er, Schrägstrich S, ja, was ich mir da wünschen würde. Sage ich, ich habe keinen Plan. Ne? Also, ja, dann hetzt sie mich, setzt sie mich unter Druck, sagt, jetzt sag endlich,
Ich warte es nicht mal länger. Ganz ehrlich, ich hab das nicht nötig, solche Wünsche, aber trotzdem. Hat sie halt plötzlich geschrieben, ist dein Wunsch vielleicht, dass wir zusammen sind? Ich meine ja nur so, es wäre ja cool. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, okay. Dann habe ich halt so geschrieben, nein, sicher nicht, denn ich habe eine Freundin, bin glücklich mit der und habe überhaupt keinen Bock drauf, mit irgendwer aus einem anderen Land befreundet zu sein. Noch dazu habe ich dann geschrieben, wir leben nicht mal im selben Land. Ich meine, was soll denn das? Ah, fick dich, was soll denn das jetzt? Habe ich halt geschrieben, wir leben nicht mal im selben Land. Sagt sie halt, ja, geheime Beziehung und so, ne? Aber egal, wünscht dir jetzt irgendwas. Ja, habe ich mal gedacht, na, die werde ich jetzt zunächst blocken, also wenn die jetzt noch irgendwie weiter Scheiße macht oder irgendwie sowas. Jo. Ich bin unkonzentriert, wenn ich hier rede. Ich hol mal die Predator hier. Ja, warte mal, hier ist so ein Typ hier. Nein! Bullshit! gefällt. Okay, naja, jedenfalls. Ich bin nur verschnupft, krank. Jedenfalls. What the fuck? Was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Jedenfalls, wie ging die Geschichte dann weiter? Ach ja, ich habe dann eben geschrieben, dass ich eben nicht mit ihr zusammen sein möchte. Das geht nicht. Also sie wohnt in Deutschland, ich wohne in Österreich. Also ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das eine sie ist, wie gesagt. Und ich würde nie und nimmer mit irgendwem aus dem Internet zusammen sein. Nein, das ist einfach scheiße. Und ja, somit auch gleich das Thema Online-Bekanntschaften besprochen. Niemals, ich würde niemals in meinem gesamten Leben mit irgendwem, fick dich, zusammen sein, den ich online kennengelernt habe. Jedenfalls nicht, wenn ich ihn nicht schon ziemlich oft im Real Life getroffen habe und dann zu meiner besten Freunde ihn auch kennt oder irgendwie sowas halt. Was flasel ich da eigentlich? Ich bin nur unkonzentriert. Tut mir leid, es liegt doch daran, weil ich heute ein bisschen müde bin. Weil ich heute in der Früh keinen Plan, warum ich so müde bin. Bullshit. So. Jedenfalls, ja. Und egal. Dann schreibe ich halt so weiter. Sie schickt dann so ein Bild von ihr. Sie war eigentlich eh recht hübsch, aber ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt sie eher es war. Ja. Und nach so einer halben Stunde schreibt sie, also ich habe dann nicht mehr mit ihr gechattet, habe mich so verabschiedet und so. Nach einer halben Stunde oder so schreibt sie mich wieder an und schreibt, ja, ich habe keinen Bock mehr mit solchen Idioten wie mit dir zu schreiben. Ich block dich jetzt. Frage ich mich halt, ja, okay, gerade fragst du mich noch, ob ich mit dir zusammen sein möchte und jetzt, ja, blockst du mich. Also mal ganz ehrlich, sorry, wenn da jetzt irgendwelche Mädchen zuschauen und das vielleicht ein bisschen diskriminierend ist, aber Leute, nur weil ihr eure Tage habt, müsst ihr nicht gleich immer so überreagieren. Oder was auch immer. Egal. Jedenfalls, ja, das Game ist auch schon wieder aus. Jedenfalls, was ich jetzt dazu noch sagen wollte, ja, sie blockt mich dann halt so, schreibt, dass ich ein Vollidiot bin und damit hat sich die Geschichte auch schon. Ja, ich denke mir bis jetzt noch, ja, was wollte die jetzt von mir? Ja, aber egal. Das war es jetzt schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ich weiterhin live kommentieren soll, schreibt das bitte in die Kommentare, wenn ich weiter solche Geschichten erzählen soll. Also ich meine, die war jetzt nicht so special hier, aber naja, wenn ich im Gesamten weiterhin Geschichten erzählen soll, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare, dass es euch gefällt. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.